Guten Morgen, wir sind heute in den Universal Studios in Japan. Und es ist gefühlt hier mitten in der Stadt, ist mitten in der Stadt, oder? Ja, ich glaube, es ist am Wasser. Also da hinten ist Wasser. Ja, auf jeden Fall, wir sind echt mega gespannt, was uns hier erwartet. Ein paar Sachen wissen wir schon. Hier soll es, haben wir schon ein paar Leute gesagt, einen ganz guten Flying Coaster geben. Da bin ich sehr gespannt drauf. Es gibt hier Jaws, wo ich mich sehr drauf freue, denn das habe ich damals, als ich in Florida das erste Mal war, knapp verpasst. 2012, da war es gerade abgebaut. Ich freue mich sehr auf das Super Nintendo Land. Da müssen wir gleich Time-Dings holen hier. Das geht sonst nicht. Hier schon eine süße B&M-Bahn am Eingang, die offenbar vorwärts und rückwärts fährt. Es ist hier so ein Ding, offenbar mit rückwärts fahrenden Achterbahnen. Gut, Und Harry Potter. Harry Potter haben wir auch schon gesehen. Ganz richtig. Ja, also auf geht's. Ich freue mich sehr und bin gespannt. Los! Okay, wie cool ist bitte diese Main Street, einfach mit dieser Brücke da am Ende. Das sieht so cool aus. Hier ist schon erster Charakter. Guck mal, das ist das PortAventura-Maskottchen, oder? Nicht? Er hat auch eine Freundin offenbar. So krass. Ja, Matthias hat gerade Tickets gebucht für den Super Mario-Bereich. Da muss man Tickets für buchen, kostenlos. Kostenlose Tickets und die kann man erst buchen, wenn das Ticket für den Park gescannt wurde. Oh, hier geht die Main Street noch weiter. Ist sogar hier überdacht. Voll gut. Wow. Oh, ich bin richtig gehypt. Und du? Ich bin sehr gespannt. Matthias ist auch richtig gehypt. Auf die ersten Rides. Ja, was machen wir denn zuerst? Was machen wir zuerst? Müssen wir jetzt mal schauen, erst mal weiter hinten im Park, weil hier vorne ist schon alles voll. Oh, ist das riesig! Wow! So, wir wenden die deutsche Taktik an und gehen erstmal nach hinten. Oh, das ist Jaws! Und der Flying Coaster. Können wir den zuerst fahren vielleicht? Den will ich fahren und dann Jaws. Können wir das machen? Ist es möglich? Wir müssen schauen wegen dem Zeitticket, das wir jetzt da haben. Ist es möglich? Wir müssen jetzt mal schauen. Ich sag's, ist möglich. Boah, guck mal! Oh, das sieht so krass aus. Wir fahren jetzt einfach die Achterbahn. Oh mein Gott, sie kommt da. Da oben. Also gerade sind zum Glück nur 10 Minuten Wartezeit, wenn wir da alles anstehen müssen. Nein. Ich wäre immer noch gehypt gewesen, glaube ich. Aber ja, das scheint hier so wie in Florida zu sein, dass man jetzt eben erstmal zum Lockers geht und da seine ganzen Sachen abgibt und dann geht's los. So, wir haben ein Zettelchen bekommen, damit können wir unser Schließfach gleich aufmachen. Und im Idealfall verliert man es nicht mehr in der Fahrt und lässt es wieder drauf, steht nicht im Locker. Ich habe schon gesehen, die sind hier größer, die Locker, als in Amerika. Die sind so richtig, nicht nur so Schlitze, sondern so richtig groß. Also, und wir haben sogar jeder eins bekommen. Ich dachte, wir kriegen eins zusammen, aber ja. Also, ich melde mich nach der Fahrt wieder. Diese Schnecke hier gefahren und Alter! Junge, was war denn da los? Also beim ersten Überkopf auf dem Boden rumgurken, da habe ich das weiße Licht gesehen. Und beim zweiten Mal war Feierabend. Da war aus. Einfach aus. Wir saßen erste Reihe übrigens. Der erste Reihe Gott ist mit uns auf dieser Tour. Oh mein Gott, okay. Das war wirklich krass. Episch. Also episch. Das wird definitiv eine Top-Achterbahn. Ja. Definitiv. Ich glaube auch. Und man winkt hier. Ja, man winkt hier den Leuten, die da auf dem Lift rumgehen. Ja.
Zwei Dinge noch. Zum einen, man sieht, die Bahn fährt hinter mir und es gibt hier Übernetze. Mein Gott. Es gibt Übernetze, was nicht so schön aussieht, aber ja, was wohl einfach Sicherheitsstandard hier ist. Und es gibt noch eine zweite Attraktion und zwar, heißt auch River Adventure hier. The Ride, glaube ich, heißt es. Jurassic Park The Ride. Man kann hier so ein bisschen was sehen. Sieht sehr ähnlich aus wie in Florida, die ist leider geschlossen. Aber immerhin konnten wir die Achterbahn fahren. Ich weiß auch nicht. Das ist gleich. Ja, aber auf jeden Fall, wenn dann spiegelverkehrt, glaube ich. Naja, das können wir nicht fahren, aber nicht schlimm. Wir gehen jetzt weiter zu Jaws. Hier zu Jaws. Ja, man muss mal sagen, in diesem Park sind auch alle Achterbahnen auf, ne? Das ist schön. Oh, ich liebe Brezel-Looping so sehr. Guckt euch dieses schöne Ding an. Guckt euch dieses schöne Ding an hier. Herrlich. Herrlich. Gerade gefahren sind und es war einfach genau das, was ich erwartet habe, weil ich zu 100% gespoilert war, weil ich mir das schon so oft angeguckt habe auf YouTube und ich bin mega happy, dass ich jetzt auch mal mitgefahren bin. Also ich fand die Attraktion an sich, ich war nicht so sehr gespoilert, ich wusste, dass da Haie aus dem Wasser kommen. Ich wurde nicht enttäuscht. Haie, boah, da war immer so. Aber diese ganzen Splash- und Feuereffekte und so, das war schon sehr geil. Schade, dass man jetzt nicht filmen durfte, aber ist ja nicht so schlimm. Muss ich immer sehr viel winken in diesem Park. Ja, winken. Aber ich fand es mega geil. Also schon so sehr geile Attraktion. Ja, ich liebe es. Und hallo, Animatronics im Wasser. Mega. Sapmechanophobia. Ja, kickt bei mir richtig bei dabei. So geil. So geil. Achtung, wenn hier an einen Fotopunkt geht, wie zum Beispiel dieser Haifisch hier, den man vielleicht im Hintergrund gerade sieht, dann machen Sie ein Foto mit eurem Handy, aber auch mit Ihrer eigenen Kamera, drucken es direkt aus, rahmen es euch ein, halten es euch unter die Nase und sagen, ja, wenn ihr es kaufen wollt, kostet es 800 Yen. 800. Und dann werdet ihr euch schlecht fühlen, wenn ihr es ablehnt, aber wir haben es trotzdem abgelehnt, weil... Ja. Brauchen wir eigentlich. Nee, leider nein. Wir haben es auf dem Handy. Jetzt gehen wir wohin? Ins Super Mario Land. Wir haben einen Timeslot dort. Ist der Hype immer noch real? Bei den Japanern oder bei mir? Bei allen. Ja? Ja. So, wir sind im Super Mario Bereich. Ah, es heißt Super Nintendo World, sorry. Matthias, was mussten wir machen, um in den Bereich zu kommen? Ein Zeitticket vorzeigen und so. Here we go! Ja. Ich habe ja als Kind Super Mario gespielt, das heißt, es ist mir nicht ganz unbekannt, das Thema. Welches Kind hat es nicht gespielt? Ich habe natürlich am allermeisten Super Mario Kart gezockt. Ja, aber ich habe auch Mario auf dem Gameboy gezockt. Und immer mit meinem Bruder zusammen, mit so einem Verbindungskabel. Und ich war gut. Ich war gut. Ich ja.
also hier gibt es ganz schön viel zu gucken. Es ist mega immersiv. Es ist auch sehr voll. Man kann sich noch so Armbänder kaufen und dann kann man so kleine Games oder so machen, Sachen auslösen, glaube ich. Puh. Mal schauen, ob wir das nachher machen. Die Rides haben auch eine Wartezeit von 80 Minuten gerade, aber wir stellen uns jetzt mal bei dem hier an. Ja. Weil ich doch einiges wiedererkenne, obwohl das echt schon Jahre, Jahrzehnte her ist, dass ich das gespielt habe. Aber es ja, erinnert alles sehr dran. Okay, wenn wir eine Wartezeit von 80 Minuten haben, dann möchte ich nicht wissen, wie viel Wartezeit wir haben, wenn das hier alles voll steht. Das ist ja heftig. Vorstellen. Und ich muss sagen, ich hatte schon irgendwie hohe Erwartungen an den Ride, weil es war irgendwie sehr cool, auch weil es halt so wie Mario Kart ist, aber mich hat es überhaupt gar nicht abgeholt. Also mir war das viel zu viel. Es ist ja auch noch interaktiv, also du musst auch noch irgendwie diese, ja, die anderen, die da rumfahren, die du halt über die Brille siehst, abschießen mit so Panzern. Aber irgendwie, also mir war das too much. Irgendwie hat es mir nicht so gefallen. Ich fand die Thematisierung schon sehr beeindruckend da drin. Q-Line und auch der Ride war echt geil. Sehr detailliert, alles in diesem Bereich. Und ja, das mit diesem AR ist schon eine geile Technik gewesen. Manchmal ist die Verschmelzung auch echt gut gewesen, aber meistens war es einfach nur
auch viel zu viel auf der Brille. Also man hat ja das Normale gar nicht mehr gesehen, weil so viel abging. Ne, wieso, weiß ich nicht. Also, ja, also ich konnte die richtige Thematisierung gar nicht mehr so wirklich wahrnehmen, hatte ich das Gefühl auch. Ja. Nee, also für mich ist das nichts. Ich glaube, AR kann man gut einsetzen, wenn man halt dann ein bisschen an Thematisierung sparen möchte, aber so... So eher nicht. Längerem Gezetere und App-Downloaden und Online-Warten und irgendwas habe ich hier den letzten Slot gekriegt, um sofort essen zu gehen. Alles andere war schon irgendwie weg bis heute Abend. Und jetzt sind wir in diesem Nintendo-Restaurant, haben was bestellt. Und es gibt hier diese Dinger. Und ich muss noch mal sagen, es ist wirklich alles thematisiert. Der Stuhl, der Tisch, selbst dieses Blinke-Ding, alles ist auf Mario thematisiert. Ich habe noch kein thematisiertes Land erlebt, wo es alles wirklich in dieser Welt spielt. Das machen die schon richtig cool. Und jetzt schauen wir mal, was es zu essen gibt, denn das ist natürlich auch auf Mario thematisiert. Kaffee. Also das Essen war wirklich gut. War wirklich gut. Wir haben 40 Euro bezahlt insgesamt. Für zwei Hauptspeisen und zwei Nachtische. Wasser war kostenlos. Kann man also nicht meckern, finde ich. Ja. Und die Leute hier sind so freundlich, sind gerade rausgelaufen. Und wir das ganze Restaurant hat sich verabschiedet ja, bei uns. Und das war ja wirklich ein großer Raum mit ganz vielen Leuten. Wirklich alle aus der Ferne auch haben uns gewunken und uns bedankt, also sich bei uns bedankt. Krass. Sehr süß. Ja, finde ich auch echt. Also mir hat mega das sehr gut gefallen, muss ich sagen. Mir auch. Jetzt wollen wir noch den letzten Yoshi's Adventure. Zwei aktuell. Sie bauen da hinten gerade noch was Neues. Aber jetzt gehen wir hier noch rein und machen eben Yoshi's Adventure noch. Und die fahren da oben rum, das sieht so lustig aus. Hello. Hello.
Fahrzeit von ungefähr 45 Minuten. Ja, es steht 60 dran, aber wir haben auch jetzt hier ein bisschen weniger lang gewartet. Aber wir müssen sagen, also das war schon ziemlich unnötig. Ja. Leider. Also. Es war ein kurzer Darkride-Part, das war's. Ja. Also kann man sich echt sparen. Schade. Also irgendwie der Bereich ist schön, aber die Attraktionen hier sind irgendwie. Ah, die große fand ich schon gut. Also. Ja. Zu viel halt. Naja. Es gibt ja noch ganz viele kleinere Attraktionen, wenn man, also ja, so Spiele. Man sieht hier ganz viele kleine Wartebereiche, die aber gerade auch ganz schön voll sind und dafür braucht man eben dieses Band. Und irgendwo wollten wir auch gerade reingehen, es war eben auch eine Attraktion, da stand irgendwie 10 Minuten Wartezeit dran, aber da hätten wir auch dieses Band gebraucht. Wir wurden da gar nicht erst reingelassen, aber es kostet halt 30 Euro und ja, ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht so ein Fan, also ich kenne es, ich habe es gern gespielt, aber ich bin nicht so ein Fan davon und ich habe mir das von außen angeguckt, das reicht mir. Eigentlich. Aber die Experience war mega lang, weil es gab irgendwie drei Pre-Shows und dann der Ride und ich erinnere mich nicht mehr an den Film in Florida. Aber so mit dem Fahrsystem war es natürlich besser. Es ist eher das Fahrsystem vom Simpsons Ride in Florida, glaube ich. Aber es war nicht so kotzig hier. Ja, es ging. Also. Aber Simpsons wird ja jedem schlecht. Ja, aber so lange gewartet hätte ich jetzt hier für ungerne. Ja gut, aber ohne Wartezeit ist das top. Ja, war okay. Bin nicht so begeistert, aber die Mitarbeiter waren wieder mega süß. Die sind einfach so gut drauf und immer so, winken so und sind fröhlich. Und einer hat getanzt und hat sich auf den Boden gekniet, wenn die Kinder kamen, um die abzuklatschen und so. Richtig süß. So jetzt sind wir im Shop. Wir haben jetzt so halb verpasst, aber wir sind doch eigentlich auf dem Weg zu einer Show.
Waterworld, da gehen wir hin jetzt. Strömt auch schon rein. Bahn. Da. Da. Geile Bahn. Nathalie, kennst du denn den Film? Hä? Ach, ja, stimmt, das ist der, den ich nicht mochte, oder? Richtig. Du machst einen Film. Ich habe nur 5 Minuten geguckt und ich dachte so, nee. Ich mag den Film. Ich glaube, viele deiner Abonnenten auch. Aber ich mag Shows. Ich mag Shows. Gerade her. Von Waterworld. Ganz schön großes Theater. Sieht aus wie im Movieland Park, ne? Ich glaube, das war auch mal so eine Waterworld-Kopie dort. Aber das hier ist eins der 2 Originals. Oder 3, keine Ahnung, auf jeden Fall eins der Originale. Also ich fand's gut, aber ich habe bessere Stunt-Shows gesehen, aber es war trotzdem cool. Ich fand das krass, wie viel sie mit dem Wasser gearbeitet haben. Ich habe die ganze Zeit gedacht, na, kommt noch irgend so ein besonderer Effekt. Dann kam das Flugzeug, dachte ich so, ah ja, genau. Darauf habe ich gewartet. War schon, cool. Ich fand es sehr geil. Cool. Also wer gerne Actionfilme guckt. Ja, es fehlen uns zwar immer noch die 3 anderen Counts, aber irgendwie fahren wir jetzt das doch mal. Weil, ja, es ist... Gut, diesen Hippogreif machen wir halt morgen früh direkt. Ja, mal. Oder wir verzichten drauf. Ist auch egal. Ich verzichte auf den Count, wenn ich da noch einmal mehr mitfahren kann. Diese Sing-Show gesehen. Das war eine Show mit so ja, Charakteren, die da auf der Bühne waren. Aus diesem Film halt. Und ein Animatronic war auch dabei. Hä? 3? 1, 2... Deine war doppelt. Okay, oh Mann. Jetzt hast du mir... Die haben den nicht von A nach B geschoben, den Animatronic. Also 3 Animatronics waren auch dabei, aber sonst halt so, ja, so Charakter, so, die halt so gesungen haben und teilweise auch live. 2 haben live gesungen. Ja, also und es halt war, getanzt. Ja, es war ganz süß, hat mich jetzt nicht so ganz 100% abgeholt, aber es war süß. War auf jeden Fall viel Lichttechnik und viel Sound.
So, und jetzt wollen wir noch den Spinning Coaster fahren. Schauen wir mal, ob da. Haben wir entdeckt, dass es hier noch einen Spinning Coaster gibt, einen Max Spinning Coaster, falls es noch auf ist. Ja, ist noch auf. Dann haben wir ja Glück gehabt. Bin ich echt die Einzige, die auch gerne mal gegen den Strom schwimmt. Park ist jetzt zu, wir sagen euch gleich noch was zu dem Spinning Coaster. Aber ich will noch kurz gucken, ob ich noch die ein oder andere schöne Aufnahme jetzt hier hinkriege. Jetzt in dieser schönen Abendstimmung. Man kann da ja auch noch mitten in die Helix rein. Oh, ich muss ja hier morgen noch mal filmen. Diese Bahn sind wir nicht mal gefahren bisher. Ich weiß nicht, ob wir schon erwähnt haben, wir sind morgen noch einen Tag hier. Das ist auch ein schöner Ort hier. Wow. Und dann fahren wir die auch noch. Oh, voll schön. Das ist allgemein richtig schön mit den Rosen hier. Das ist eine schöne Aufnahme. Auf jeden Fall ist mir jetzt sehr schwindelig davon. So, jetzt suche ich Matthias, der ist in irgendeinem Shop. Und dann shoppen wir vielleicht noch was. Ich hoffe, der Flying Dinosaur hat schönes Merch. Weil das brauche ich. So, wir sind raus aus dem Park. Tag 1. Und, aber erstmal habe ich noch ein Review zum Spinning Coaster versprochen. Zum Spinning Coaster. Ja, also es ist ein Max Spinning Coaster. Mit Laufband. Ich bin nicht 100% informiert, aber ich habe schon gesehen, dass diese Bahn einige Namenswechsel hatte in den letzten Jahren. Und wohl jetzt zuletzt, oder ich weiß nicht genau, umthematisiert wurde zu einem VR-Coaster. Irgendeine japanische Manga-Serie oder so, ich weiß es wirklich nicht. Ich habe wirklich keinen Plan, ich habe nichts gecheckt. Die Thematisierung war aber sehr schön und ich kann mir gut vorstellen, dass die Thematisierung vielleicht auch noch ein bisschen älter ist. War auf so ein Space-Zug oder so thematisiert. Space und Zug irgendwie. Und es war wirklich schön, auch die Station sehr schön. Wirklich toll. Das Ding ist, die Bahn ist halt dadurch, dass es ein VR-Ride jetzt ist, kein Spinning Coaster mehr und wird nur zur Hälfte besetzt, weil man ja nur quasi vorwärts fahren kann mit der Brille. Das sind so irgendwie so, das sind so drei Pain Points auf einmal, so halbe Kapazität, kein Spinning und diese Brille noch auf, wodurch man die schöne Thematisierung nicht sieht, denn wir sind gefahren und Matthias meinte dann so, kurz nachdem das angefangen hat, zu mir so, nimm mal die Brille ab. Und ich so, okay, hab die Brille abgenommen und es war so schön thematisiert. Mega. Immerhin waren die Lichteffekte da drin an. Ja, also ich weiß nicht, ob alles an war, aber es war wirklich das, was wir gesehen haben, war wirklich schön, wirklich auch so Space, ne? Ja, war echt toll. Und es war wirklich Raum. Aber wirklich komplett voll thematisiert. Nicht nur so ein bisschen, so ein paar Elemente, sondern voll thematisiert da drin. Ja, und ein Raum war so voller Spiegel irgendwie. Und dann ist am Ende schön. Noch so Licht angegangen, es sah wunderschön aus. Ja. Also Sünde, wirklich Sünde, dass es jetzt ein VR-Ride ist. Aber der Film war übrigens, ich habe ihn ja kurz geguckt, es war wirklich sehr gute Qualität.
mit dem Content konnte ich natürlich nichts anfangen. Du bist eben in einem Zug gefahren, warst dann auf irgendeinem Viech drauf und bist dann durch so eine Schneelandschaft. Und die Achterbahn hat auch echt null Sinn gemacht, dadurch, dass sie nicht gespinnt hat. Also das war ja... Ja, für den Film war es, glaube ich, okay. Ja, aber... Es ist auch eine sehr lange Bahn, die hat irgendwie 3 Lifthills gehabt, ne? Ja, aber... Glaube ich. Ja, das dazu. Wenn ihr hier seid, fahrt das Ding ohne VR. Ja. Viel besser. Ich weiß nicht, ob man das auch fragen kann direkt, ob man das ohne Brille fahren kann. Ich hätte am liebsten noch gefragt, ob sie Spinning reinhauen können. Ja, das werden wir wahrscheinlich nicht erleben. Nicht jetzt, dieses Mal. Und ansonsten war es das jetzt vom heutigen Vlog aus den Universal Studios Japan. Wir sind morgen nochmal hier. Ich würde sagen, wir machen dann auch morgen das Schlussfazit. Ah, willst du noch zeigen, was du gekauft hast? Wir waren noch shoppen mit Elmo. Ich muss dazu sagen, ich habe euch gerade ein bisschen was im Shop auch gefilmt. Also ich bin ein bisschen enttäuscht. Also es gibt nicht wirklich Merch zum Park. Hallo, es gibt Kekse in allen Variationen. Ja, es gibt super viele Kekse. Die scheinen hier Kekse zu lieben in dem Land. Und irgendwelche Gerichte mit so kleinen... Kekse. Ja, mit so kleinen Figürchen drin, so. Deswegen mögen die auch das Krümelmonster. Aus, aber Matthias hat das ein oder andere gefunden, was ihm ganz gut gefällt. Kannst du es gerne mal präsentieren. Oh. Ja. Kekse! Das ist eine sehr schöne Keksdose. Ja, ich habe es halt eher wegen der Dose gehabt. Aber auf den Keksen ist auch Universal drauf. Richtig schön. Dann haben wir noch so Klammern, um Essen zu verschließen oder keine Ahnung, was zu tun damit, von Super Nintendo World. Und dann habe ich noch Minions, auch so als Klammern. Und noch mehr Minions als Untersetzer. Da steht sogar Universal Studios drauf, deswegen wollte ich das haben. Aber ja, ich versuche mal morgen noch einen Magnet oder so zu finden, weil sowas liebe ich da. Ansonsten leider nicht so viel Merch. Es gab leider auch von keiner Attraktion, also nee, glaub von keiner spezifischen Attraktion Merchandise, von der Achterbahn leider nicht. Aber ja, gut, dann ist nicht schlimm. Ich hab's ja in meinem Herzen. Wir fahren sie einfach morgen nochmal. Morgen nochmal. Also, dann hoffen wir, euch hat das Video von heute gefallen und wir sehen uns morgen. Im nächsten Vlog. Ach, ist ein anderer Vlog dann? Ja. Ah, okay. Neuer Tag, neuer Vlog. Ah, okay. Ein Vlog pro Park und Tag. Aber das Fazit zu Universal machen wir dann erst morgen, wenn wir alles gemacht haben. Ja. Okay. Also, dann müsst ihr den zweiten jetzt auch noch. Ja, würden wir sehr empfehlen. Wird bestimmt cool. Also, bis dann. Tschüss. Da geht's zu Harry Potter. Muss winken. Ach. Thank you.